Herzlich willkommen zum Besser spüren, wie du dich wieder besser spüren kannst, und herzlich willkommen bei einem Thema, wo ich persönlich sehe, dass es eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit ist, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Ich möchte dir heute einerseits ein paar Informationen geben, warum dieses Spüren eigentlich wirklich so unfassbar wichtig ist, und natürlich auch Übungen dazu, wie du sehr, sehr einfach da hineinfindest. Und eine sehr gute Nachricht: Da geht es nicht um große Übungen, die wir in großen gymnastischen Prozessen machen, sondern da geht es wirklich um ein eigentlich Grundbedürfnis in unserem Körper, was du immer und überall, egal wo du bist, einsetzen kannst und so in ein wirklich permanentes, persönliches Spüren wiederkommen kannst. Dieses Spüren bringt dich so weit, was wir eigentlich oft verlernen ein bisschen oder mehr sogar, hinzuspüren oder zu erkennen, was du selber willst, was dir gefällt im Leben, und damit wieder von dir aus zu beginnen. Es ist natürlich auch ein großes Thema dahinter, dass das Außen nicht so stark auf uns wirkt, dass uns das Außen nicht so irritiert und aus dem Konzept bringt, dass es uns nicht so sehr tangiert und dass wir damit auch hier wiederum mehr bei uns selber sind. Und der dritte Bereich, und das höre ich sehr, sehr oft in letzter Zeit, der große Wunsch, nicht immer nur funktionieren zu müssen. Und da ist auch dieses Wort drinnen, zu müssen, sondern wirklich nicht zu funktionieren, sondern in eine lebendige Wahrnehmung zu gehen. Das ist tatsächlich heute etwas sehr, sehr Ungewohntes, denn wir haben es wirklich gelernt, zu funktionieren, Pflichten nachzukommen, aber nicht nur das, sondern wir haben unseren Ablauf, den wir im Grunde immer wieder abarbeiten. Und es geht aber körperlich darum, dass wir wirklich spüren dürfen wieder mal, wer wir selber sind, und eben von uns aus heraus zu beginnen. Was dadurch möglich wird, ist, dass wir den Körper ausgleichen. Das heißt, jede Verspannung, die bei dir im Körper sitzt, hat ganz viel damit zu tun. Und natürlich nicht nur den Körper auszugleichen, sondern auch jede Situation, die du ausgleichen kannst in deinem persönlichen Leben damit. Was bedeutet jetzt dieses Spüren? Dieses wirkliche Spüren findet nur im Körper statt. Dieses Spüren ist tatsächlich ein Sinn, den wir haben, den wir aber gerne wieder aufbauen dürfen. Und zwar ist dieser Sinn eine Tiefenwirkung in uns selber. Man sagt sogar dazu Tiefensensibilisierung oder Tiefenwahrnehmung. Im Grunde geht es darum, und das kannst du gleich jetzt ausprobieren, bevor wir dann zur wirklichen Übung kommen. Es geht darum, dass du deinen Körper spürst, ohne dass du hinsiehst. Das heißt, während du mir jetzt gerade zuhörst, und tatsächlich gleichzeitig, kannst du, während du mir zuhörst, deine Füße am Boden spüren. Und da ist jetzt genau der Knackpunkt. Kannst du die Füße spüren, oder weißt du durch deinen Verstand, dass deine Füße am Boden sind? Dieses Spüren, um das geht's. Es geht wirklich darum, ob du spüren kannst, ob alle Zehen zum Beispiel unten sind. Zu spüren, möglicherweise, wie deine Augen jetzt im Moment gerade sich anfühlen, ob die entspannt sind oder in Spannung sind. Kannst du spüren, und der wird wirklich schon schwieriger, wenn du da mal probierst, wo eigentlich dein Rücken ist. Aber es nicht zu spüren, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied jetzt, nicht zu spüren, weil du dort einen Schmerz hast, sondern eben körperlich wahrzunehmen, wo überhaupt dein Rücken ist. Kannst du das spüren, ohne dass du dich bewegst? Und da gibt es viele Möglichkeiten, und denn genau um dieses Spüren geht es, und du merkst, das kannst du wirklich direkt, egal wo du bist, im Alltag überall einsetzen. Und da möchte ich dir eben heute gerne ein paar Inputs geben. Warum wir diese Spüren nicht mehr so sehr haben, und glaub mir, ich habe ganz viele Kunden im Moment, die wirklich genau hier aufbauen, weil sie merken, dass dieses im Körper sein, dieses Spüren
direkt abhanden gekommen ist. Das ist deshalb sehr einfach erklärt, weil wir zu einem Übermaß schon im Kopf sind, also im Denken sind. Wir sind eine ganz große denkende Gesellschaft geworden, wo wir alles im Kopf sozusagen lösen, entstehen lassen, aber nicht gleichzeitig zumindest im Körper sind. Alles, was ein Übermaß bekommt, hat der andere Bereich oft zu wenig. Und es ist wirklich so, je mehr wir nur im Kopf sind, im Denken sind, oder ich sage es jetzt sehr krass sogar, je mehr wir das Wissen in den Vordergrund stellen, entfernen wir uns sogar von uns selber. Und ich spreche wirklich von Wissen und nicht von Denken. Denken führt uns oft zu uns. Aber dieser Wissensstand, diese Wissensvermehrung, so viel wie möglich zu wissen, aus Gelerntem, aus Büchern, führt uns nicht unbedingt zu uns selbst. Wissen, kann man auch sagen, führt uns weg vom Spüren. Und darum vielleicht eine kleine Ahnung dadurch, warum wirklich dieses Spüren so weit verloren gegangen ist. Wenn wir nicht im Spüren sind, nur kurze Beispiele, was eigentlich dann wirklich passiert, wenn wir uns immer mehr vom Spüren entfernen, können wir uns eigentlich ohne Spüren nicht mehr bewegen. Denn überleg mal, wenn du nicht dein Knie bewegen kannst, ohne dass du hinsiehst, dann wird es schwierig alleine im Gehen. Und so geht das aber bei jedem Körperteil. Wenn wir uns nicht spüren, dann sind wir eben nur noch im Kopf. Und da passieren jetzt weitere Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel Empathie, ein Hineinspüren in andere Menschen. Was braucht jemand, ist nur möglich durch eigenes Spüren. Empathie entsteht dadurch. Und eben wenn wir uns nicht spüren, wird es für uns selber, aber generell sehr, sehr starr. Also auch im Denken, im Menschlichsein. Es wird relativ starr. Drum brauchen wir so stark dieses Ich spüre mich. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist mal eine sehr im Verhältnis noch einfache wirklich Version, wie du dich spüren kannst. Das wirkliche Spüren, wenn man da immer mehr hineingeht, das ist eigentlich ein sehr sensitives Spüren. Ein Spüren, wie gesagt, in dir selber. Ein Spüren entstehen zu lassen, rein körperlich übrigens jetzt gesprochen von mir. Ein sensitives Spüren im Sinne von, ich nehme wirklich durch den Körper wieder vieles wahr. Das ist aber anfangs eben schon fast nicht mehr möglich, weil wir so stark im Verkopften sind. Und durch dieses Verkopfte auch Folgendes entsteht, wir wollen mehr kontrollieren. Und das tun wir tatsächlich dann im Körper automatisch. Wir halten ganz viel in unserem Körper bereits fest. Das ist auch das, was wir meist spüren. Und darum geht es jetzt mal anfangs darum, dass wir nicht in das gleich total Sensitive gehen, weil oft können wir das gar nicht wahrnehmen gleich. Sondern was ich dir jetzt mitgebe, ist so dieses klassische, ich komme bei mir wieder gut an, weil ich mich spüre. Ein sattes Spüren, man sagt oft erdig dazu. Und es hat etwas eigentlich sogar Einfaches. Wie das geht, ist folgendermaßen. Dieses Spüren gilt vor allem mal deiner Körpervorderseite. Leg dir einfach mal bitte die Hand aufs Brustbein. Und da ist jetzt dein erstes Spüren gefragt. Kannst du eigentlich spüren? Und wenn du es tiefer spüren magst, mach gerne mal auch die Augen zu dabei. Kannst du spüren, ob dein Brustbein unter deiner Hand entspannt ist? Anders gefragt, kannst du spüren, ob dein Brustbein bei dir herbei sein darf oder ob du es wegdrückst von dir? Erlaube dir bitte mal, dass dein Brustbein bei dir herbei sein darf. Das kannst du durchaus körperlich machen. Das ist eine minimale körperliche Veränderung, wenn du das tust, dass du dir dein Brustbein ganz sanft zu dir heranholst. Das Gleiche kannst du machen, wenn du ein bisschen tiefer greifst, so am Beginn der Bauchdecke. Leg dir dort mal deine Hand hin oder am Ende vom Brustbein, wie du magst, und spür auch hier.
Ist es möglich, dass du dir diese Körperstelle an dich heranholst, dass es ein Teil von dir ist? Und das machst du in dem Maß, dass du spürst, es ist wirklich bei dir, ohne dass du es aber nach innen hineinziehst, zu stark. Was diese Vorderseite möchte, ist, dass sie, man sagt gerne, einfach sein darf. Und das hilft dir wirklich mit deiner Hand. Immer mehr und mehr, du kannst doch weiter runter zu der Bauchdecke dann mal die Berührung machen und schauen, ob es dir möglich ist, dass die Bauchdecke mehr zu dir herankommen kann. Dass du die nicht einfach nach vorne weghängen lässt, sondern dass du sie zu dir holst. Und dann schau mal, ob das in der vorderen Qualität so bleiben darf. Dass alles, was vorne ist, bei dir sein darf. Und jetzt bitte aber spür auch hin und leg dir da gerne mal eine Hand an den Rücken, so einfach mit dem Handrücken am besten dranlegen. Kannst du gerne etwas tiefer greifen, wo es bequemer ist, schon Rückenmitte oder ein bisschen tiefer unten. Und wenn die Hand jetzt am Rücken liegt, jetzt mach es mal umgekehrt. Der Rücken, der möchte nämlich nicht bei dir herbei sein. Der Rücken, der möchte weiter weg, damit er dir Platz gibt. Schau mal, ob es möglich ist, dass du spürst, weil die Hand am Rücken liegt. Spüre, ob der Rücken ganz sanft in deine Hand mehr hineingleiten darf. Dass er nicht an dir dran klebt, sondern dass er wirklich in deine Hand darf. Es kann durchaus sein, dass du das Gefühl hast, du wirst ein bisschen runder hinten. Das darf durchaus sein. Das Gleiche machst du auch ein bisschen tiefer. Legst du die Hand weiter unten am Rücken und spürst auch hier, und Achtung, ich meine es wirklich eher das Gefühl, diese Rückenhaut, nicht die Wirbelsäule, sondern die Rückenfläche. Schau mal, ob die auch ein bisschen weiter zurück zu deiner Hand darf. Und so darf das der ganze Rücken machen. Der ganze Rücken darf gefühlt etwas zurücktasten. Wenn du ein bisschen Fantasie hast, stell dir gerne vor, dass überall an deinem Rücken eine Hand liegt, mehrere Hände. Und der ganze Rücken darf dadurch zurücktasten. Was du jetzt brauchst, und du merkst schon, das ist sogar am Anfang eine Herausforderung, dass jetzt beides gleichzeitig passiert. Die Vorderseite zu dir und der Rücken entsprechend ein bisschen zurück. Vielleicht eine kleine Hilfe, wenn ich dir noch erkläre, warum das so ist. In unserem Stress des Alltags, und wir haben alleine schon Stress durch ganz viele Informationen, die wir immer bekommen, fast jeder Stress bewirkt bei uns, dass der Rücken eher zu sehr herandrückt an uns. Und auch gleichzeitig ist es aber die Vorderseite von lauter, ich will und ich will vorwärts und ich will funktionieren. Drücken wir die Vorderseite gerne weg von uns. Das heißt, was wir hier machen, ist einfach auszugleichen mal. Statt wegzudrücken, holst du dir die Vorderseite zu dir. Und statt dass der Rücken an dir klebt, darf er dir wieder Platz geben. Und jetzt schau mal nur, wenn du meine Hände beobachtest, was passiert. Zuerst war die Vorderseite weggepusht, der Rücken an dir dran. Schau dir mal diesen Raum an. Der ist nicht machbar für dich, da hast du kaum Platz. Wenn es die Vorderseite zu dir kommt, der Rücken Platz macht, ist für dich selber innen Raum für dich vorhanden. Und das ist dieses wunderbare Gefühl, dass du bei dir selber einfach mal ankommst. Dass du vielleicht gefühlt satt in dir sein kannst. Versuch das mal bitte, immer wieder, einfach durch ein Herlegen deiner Hand. Da ist es am einfachsten, dass die Vorderseite zu dir darf. Natürlich auch aufpassen, es soll nicht so etwas werden wie ein tiefes nach innen kommen, sondern eher hab das Gefühl, du balancierst vorne und hinten jetzt dadurch aus, dass dieser Raum innen ausgewogen wird. Und das ist ein wirklich ganz, ganz basic Spüren mal, wo du sagen kannst, ich spüre mich wirklich wieder selber. Also spürst du dich körperlich, aber du kommst auch mehr bei diesem selber, bei diesem Selbst in dir überhaupt wieder mal an. Dieses Ausgleichen. Natürlich ist es wichtig,
wann immer du Lust und Laune hast und du merkst, das geht überall. Das wird jemand anderer wahrscheinlich gar nicht mal bemerken, wenn du übst, sozusagen. Geht im Stehen, im Sitzen genauso, es geht sogar im Liegen. Immer wieder mal schauen, oh, meine Vorderseite ist wieder viel zu viel in der Kraft, die darf wieder zu mir kommen. Oder ein Rücken, wo du merkst, der darf mehr zurück. Gehen tut es im Endeffekt auch gerade hier wieder darum, dass du es anwendest, wenn du draußen in deinem normalen Alltag bist. Schau es dir mal an, was dadurch passiert. Du wirst sehen, das ist ja dieses Spüren, dass du von dir selber aus beginnst, wieder mal zu handeln. Und nicht durch die äußeren Umstände, dass du darauf nur reagierst, sondern dass du aus dir selber heraus handelst und aktiv wirst. Übersetzt wieder, was ich am Anfang gesagt habe, dass du dich selbst lebst. Und das sind diese zwei Faktoren, die das Spüren auch beinhaltet oder auslöst. A, du bist mehr in deinem Körper, du beginnst wieder mehr aus deinem Körper heraus zu handeln. Und das Zweite ist jetzt schon beinhaltet gewesen, dass du mehr von dir aus lebst und nicht nur für etwas anderes oder durch etwas anderes. Im Positiven formuliert, je mehr du bei dir selbst bist, im Spüren, je mehr du wahrnimmst, was eigentlich deine Bedürfnisse sind, je mehr du wahrnimmst, was du leben magst, was du magst überhaupt im Leben, je mehr du wieder du selbst bist, desto mehr hilfst du auch deinem näheren Umfeld dann. Denn das, was von dir ausgeht, du bist das Zentrum, geht das Schritt für Schritt in dein näheres Umfeld weiter über. Also so gesehen hilfst du auch den anderen mit Abstand am meisten, wenn du selbst bei dir in deinem Spüren bist. Besonders zu diesem Thema. Ich freue mich sehr, wenn du mir deinen Kommentar unten unter dem Video hier hinterlässt, wie dieses Thema für dich ist, wieder mal sich selber zu spüren. Was bedeutet das für dich? Hast du eine Frage dazu? Schreib mir bitte gern bei deinen unteren, bei den Kommentaren, wie es dir geht damit. Hast du noch einen Wunsch dazu? Dann mache ich das gerne in einem der nächsten Videos. Denn wie gesagt, ich halte es wirklich für ziemlich das wichtigste Thema der heutigen Zeit, aber noch viel mehr der kommenden Zeit. Ich freue mich, deinen Kommentar unten zu lesen, was du drum wissen magst oder was du mir mitteilen möchtest dazu. Und nun wünsche ich dir ein wunderbares Spüren. Und vielleicht so nebenbei auch, ich freue mich über dein Like natürlich drunter, denn je mehr Likes unter diesem Video, desto mehr Menschen werden tatsächlich dieses Video dann auch sehen. Abonniere auch gerne den Kanal, wenn du mehr über diese Themen erfahren möchtest, denn vielleicht spürst du, Körper und Persönlichkeit gehören unmittelbar zusammen. Körper und du, das geht nur in Verbindung. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Genuss mit diesem Thema. Probier es aus und nimm es in deinen Alltag mit hinein. Es wird sich ganz, ganz vieles für dich zum Positiven mit Sicherheit verändern. Viel Genuss und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis bald.